Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas, aka Sparkoyote, und heute geht es in diesem Video um die Illusion der finanziellen Freiheit. Gleich mal eins drauf trinken. Nein, das ist kein Bier, das ist schlichtweg Wasser und eine Zitronenscheibe. Genau, was meine ich mit der Illusion der finanziellen Freiheit? So, erstens einmal, mir ist in der Community aufgefallen, also alle Finanzblogger oder auch Finanz-YouTuber, teilweise nicht alle, aber sehr viele, sprechen den Zinseszins an und wie göttlich dieser Zinseszins doch sei. Oder auch zitieren Einstein. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, aber das wird oft gesagt. Eines der mächtigsten Kräfte dieser Welt ist der Zinseszins oder so. Irgend so was Ähnliches schwirrt im Internet rum. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das ist ein Beispiel. Genau. Und ich bin der Meinung, das stimmt, aber nur zu einem gewissen Grad, weil es bringt mir oder fast keiner Person etwas, wenn ich jetzt beispielsweise 50 Franken nehme oder Euro, was auch immer, und diese monatlich spare. Okay, das ist erstmal ein Betrag, den setze ich in den Raum. So, und diese 50 Franken, die spare ich jetzt irgendwie 10 Jahre lang, jeden Monat. So, das sind erstmal 600 im Jahr und auf 10 Jahre sind das 6.000 Franken. So, und jetzt mit diesen 6.000 Franken, die gehen ja durch den Zinseszins durch und da kommt natürlich noch der Zinseszins drauf, aber selbst wenn durch diesen ach so tollen Zinseszins und ich glaube bei 8% im Jahr verdoppelt sich das Vermögen alle 7 Jahre oder so um den Dreh, dann hat man vielleicht, keine Ahnung, dann hat man vielleicht statt 6.000, den eingezahlten 6.000, hat man vielleicht 10.000 oder sowas um den Dreh. So, und dann denke ich mir hier, okay, es ist ja schon mal eine Menge Geld durch den Zins eingeflossen, aber das Problem ist, der Absolutwert, also der absolute Betrag ist immer nur noch 10.000 und jetzt, ich nenne jetzt mal 10.000, ist schon echt viel Geld, das ist mir natürlich klar, aber so im Gesamten gesehen ist das extrem wenig. Und um dir das mal zu erklären, was ich damit meine, nehmen wir Person irgendwie eine andere Person, die investiert statt 50 Euro oder Franken im Monat, investiert sie 1.000. So, dann haben wir jetzt mal 12 mal 1.000, das sind 12.000, mal 10 sind 120.000. Das heißt, in den 10 Jahren hat er 120.000 Euro oder Franken eingezahlt. Okay, bleiben wir jetzt mal bei Euro, damit es ein bisschen allgemeiner ist. Also auch 120.000 Euro und wie gesagt, es wird etwa verdoppelt nach 7 Jahren, aber um das Ganze einfach zu halten, sage ich mal, es werden 200.000 Euro daraus. So, und die Sache ist jetzt die, wir haben prozentual werden, also ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, das sind jetzt nur ein paar Gedankenbeispiele, so Daumen-Mapi, okay? Das heißt, wir haben prozentual haben wir die gleiche Erhöhung, nur haben wir im einen Beispiel 6.000 Euro eingezahlt und im anderen Beispiel 120.000 Euro eingezahlt. So. Und bei 120.000 Euro sind das ja schon ganze 80.000 Euro, die da drauf kommen. So, und das ist jetzt erstmal eine Menge Geld, würde ich jetzt mal sagen. Das ist nämlich in diesem Beispiel, wenn es so Daumapi etwa stimmt, sind das etwa 15 bis 20 Mal mehr, also der absolute Betrag. Und das ist extrem wichtig und ich denke, dass viele geben sich da Illusion, dass der Zinseszins am Ende alles regelt. Also Ende gut, alles gut. So möchte ich es mal behaupten. Und viele lassen die Komponente, also eigentlich die wirklich wichtige Komponente außer Acht, also den Einzahlungsintervall oder die Einzahlungshöhe. Das heißt, ich habe lieber irgendwie nur 5% Zinsen anstatt 8, dafür zahle ich aber irgendwie statt 50 Euro zahle ich 1.000 Euro ein, jetzt so als Beispiel, um das verständlich zu machen. Oder dasselbe auch, ich habe lieber nur 5% Rendite jährlich, dafür zahle ich irgendwie 2.000 oder 3.000 Euro ein, anstatt dass ich 1.000 Euro einzahle mit 8% Rendite im Jahr. Und natürlich gegen Ende ist es natürlich so, dass die 8%ige Rendite immer gewinnen wird. Aber die Frage ist, wie lange lebt man? Und also, weil es ist ja so, dass der Zinseszins ja exponentiell wächst. Und das ist dann
so, dass man bei 8% immer gewinnen wird. Aber wenn das erst nach 200 Jahren der Fall ist, dann lebt man gar nicht mehr. Oder wahrscheinlich wird man wahrscheinlich nicht mehr leben. Das heißt, man muss irgendwie ein realistisches oder ein realistisches Ziel haben. Das heißt, mit 5%, aber dafür in 30 Jahren ist man schon so weit, weil man einen höheren Einzahlungsintervall hat, ist natürlich diese Option besser. Und darum ist es meiner Meinung nach extrem wichtig, dass man eigentlich erstmal wirklich die Einnahmen und Ausgaben optimiert, sodass man möglichst viel sparen kann monatlich und dann erstmal schaut, wie das ist mit der Rendite, weil eben, wie schon gesagt, 8% Rendite ist extrem viel, aber bringt mir nichts, wenn ich nur 50 Euro im Monat investieren oder halt irgendwie beiseite legen kann, was auch immer. Und das, denke ich mal, ist ein extrem wichtiger Punkt, den einige nicht so beachten oder irgendwie nicht mal absichtlich, sondern sie schwärmen vom Zinseszins. Und das ist meiner Meinung nach eine Gefahr. Da wurde ich übrigens erst vor kurzem, also da ist auch die Videoidee hergekommen, da wurde ich erst vor kurzem drauf angesprochen via Mail. Da hatte ich einen guten Mail-Kontakt und wir haben da auch ein bisschen geschrieben. Und das war so etwas, das uns aufgefallen ist, also in der Community. Genau. Und dann wird auch oft außer Acht gelassen, also für die finanzielle Freiheit spezifisch, dass man auch irgendwann eine Familie haben wird. Das heißt, man hat Frau, Kinder oder halt Mann, Kinder und so weiter. Also das bedeutet, man hat dann auch mehr Kosten. Vielleicht muss man, weil man irgendwie Drillinge bekommt, kann man nicht mehr in einer Zweieinhalbzimmer-Wohnung leben, sondern muss in eine Viereinhalbzimmer-Wohnung. Also solche Sachen. Das sind dann auch, ich meine, man kann sich nicht entscheiden, ob man ein Kind haben möchte, Zwillinge, Drillinge, Vierlinge, was auch immer, Fünflinge oder sonst irgendwas. Also ich meine, klar, man kann entscheiden, ja, man möchte zwei Kinder, drei Kinder und so weiter. Das geht natürlich, wenn man jedes Mal zufälligerweise also ein Kind bei der Geburt bekommt. Aber was macht man, wenn man irgendwie bei der ersten Geburt sozusagen direkt Drillinge bekommt? Das ist dann auch so ein Faktor, den man dann, das kann dann alles aus der Bahn geraten lassen, eine ganze Berechnung. Und da muss man darum auch relativ flexibel sein, was das angeht. Jetzt muss ich nochmal auf meinen Notizzettel schauen. Genau, und man darf natürlich auch nicht beim ganzen Sparen und alles oder Optimieren des Sparens das Leben vergessen, weil man lebt im Moment und nicht in der Zukunft. Ja, das ist auch extrem wichtig, weil weil stimmt natürlich schon. Heute ist das Morgen von gestern. Okay? Ja, heute ist das Morgen von gestern. Ja, das stimmt. Das ist natürlich so, aber der Moment ist trotzdem der Moment. Und der Moment, den man lebt, ist nicht in einem Jahr, ist nicht morgen, ist nicht in einer Stunde, sondern der ist genau jetzt. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen. Das heißt, man muss eine gesunde Balance für jeden, also jeder hat eine andere Balance. Ich habe meine Balance, du hast deine und irgendjemand anders hat seine. Und wenn man die gefunden hat und weiß, wie viel man braucht oder wie man mit dieser, wie man damit arbeiten muss, dann weiß man auch, wie viel man dafür ausgeben kann und muss und so weiter. Also ich meine jetzt zum Beispiel, also ein gutes Beispiel, ich war jetzt vor kurzem in den USA für 3 Wochen und das waren lange Ferien, haben entsprechend viel gekostet, dafür habe ich extrem viele Erfahrungen gemacht, die mir meiner Meinung nach, ja, die waren schon teilweise etwas prägend, also nicht irgendwie weltbewegend, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein komplett anderes Weltbild hätte, aber die waren schon doch prägend und ich denke mal, da werde ich mich noch lange zurückerinnern an diese 3 Wochen. Und da ist dann die Frage, spart man sich jetzt diese paar tausend Euro, also um es genau zu sagen, es waren irgendwie 6.000 bis 7.000 Franken, das sind irgendwie 6.000, 5.000 bis 6.000 Euro, die ich da ausgegeben habe für diese 3 Wochen, also insgesamt. Und da ist dann die Frage, spare ich diese 5.000 Euro lieber und habe dafür irgendwie jedes Jahr, keine Ahnung, je nachdem, wo ich da rein investiere ins Business oder in wo auch immer ich die rein investiere, ist jetzt mal unabhängig. Aber spare ich diese 5.000 Euro lieber oder mache ich damit ein Erlebnis, diese 3 Wochen jetzt in diesem spezifischen Fall und erinnere mich wahrscheinlich ein Leben lang daran
Und vielleicht werde ich dieses Erlebnis nie mehr in meinem Leben haben, weil ich zum Beispiel, ich weiß auch nicht, vielleicht werde ich nie mehr in meinem Leben in die USA gehen, weil es mir gereicht hat, oder ich habe einfach kein Interesse mehr daran, weil ich schon gesehen habe. Und dann ist die Frage, am Ende des Lebens dann, würdest du dann mit diesen 5000 Euro besser gelebt haben, also mit diesen 5000 Euro mehr besser gelebt haben, anstatt sie dort investiert zu haben in Erinnerungen? Und das ist dann die Frage, also die man sich selber stellen muss. Und wenn man auf irgendeiner Seite dann unzufrieden wäre oder man merkt, oh, ich wäre jetzt unzufrieden, hätte ich diese Reise nicht gemacht, dann weißt du, was du machen musst. Denn du musst diese Reise machen, genau. Und das kann man dann ziemlich, oder ich kann das zumindest ziemlich gut jetzt mittlerweile abschätzen. Dann sage ich mir, ich mir irgendwie, dieses Event ist jetzt dort und dort. Okay, kann ich damit leben, dass ich dort nicht hingehe? Wenn ich mir jetzt denke, ja klar, es interessiert mich überhaupt gar nicht, dieses Land oder was auch immer, naja, kann ich damit leben, ich spare mir das Geld umso besser und ja, das war's dann. Aber zum Beispiel, kannst du damit leben, irgendwie niemals in deinem Leben in den USA gewesen zu sein? Und da wäre dann meine Antwort wahrscheinlich nein, weil ich möchte das einfach mal gesehen haben, wie das dort ist und mir eine eigene Meinung bilden und ja, das war's dann. Und jetzt habe ich eine eigene Meinung darüber und ja, ich habe es halt gesehen jetzt und ja, das war's jetzt. Und ich kann sagen, es hat sich gelohnt, auch wenn es relativ teuer war, hat dem Portemonnaie natürlich oder Nettovermögen wehgetan, aber ja, das hat sich gelohnt. Das war eine entsprechende Investition in, wie man so schön sagt, Humankapital. Und das ist wie zum Beispiel eine Ausbildung. Die kosten teilweise auch mehrere tausend Euro und dann bekommt man ein Zertifikat danach. Lohnt sich das? In der Regel ja, aber es gibt natürlich auch Einzelfälle, wo sich das überhaupt gar nicht lohnt, weil solche Sachen lohnen sich nur, wenn es, also jetzt ausbildungsbezogen, wenn es wirklich in die Richtung geht, in die man sich entwickeln möchte, weil nur, dass man die Ausbildung gemacht hat und ein Häkchen abhäkeln kann auf irgendeiner Liste von irgendwo und eigentlich gar keinen Spaß daran hat oder keinen Nutzen daraus zieht, dann lohnt sich das natürlich nicht. Das heißt, jeder hat da individuelle Bedürfnisse und auch Ziele und auf diese Ziele kann man dann eben entsprechend hinarbeiten. Genau. Ich merke schon, ich bin extrem hier jetzt abgeschweift und genau, und jetzt möchte ich einfach zu meinem letzten Thema kommen und hier geht es also um das Umfeld und wie sich das auf diese Illusion der finanziellen Freiheit auswirken kann oder halt einfach allgemein auf die finanzielle Freiheit. Weil ich denke mal, ist es praktisch bei jedem, also auch bei dir so, dass finanzielle Freiheit nicht so das Thema ist, zumindest in deinem Bekanntenkreis oder Umfeld. Selbst auch in der Familie. Also das ist, sprich schon fast ein Fremdwort. Oder davon gehe ich jetzt mal aus. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass wirklich die wenigsten damit etwas am Hut haben oder allgemein also finanztechnisch etwas mehr auf dem Kasten haben, beziehungsweise sich mehr damit befassen. Das ist eher die Seltenheit, muss ich so zugeben. Aber es wird immer mehr und also einfach das Grundinteresse wird immer mehr und ich versuche da auch meinen also engeren Freunden zumindest auch hier mal etwas, also hier und da mitzugeben und das ist einfach so meine Vorgehensweise. Und auf jeden Fall, das Umfeld ist extrem wichtig, meiner Meinung nach. Also das unterschätzen auch viele, weil wenn man so ein Umfeld hat, wie die meisten es haben, so wie ich es auch habe, wird man nicht wirklich von diesem Umfeld motiviert. Ich meine, die Eltern sagen, ja klar, mach dein Ding, du war, also die geben dir vielleicht einen Rat mit, aber klar, mach dein Ding und du machst das schon richtig, du wirst wahrscheinlich schon die richtigen Entscheidungen treffen. Aber ich rede jetzt davon, von wirklich motivieren oder halt auch so ein bisschen das Konkurrenzding. Also nicht im negativen Sinn, sondern irgendwie den Ansporn, den man sich gegenseitig gibt. Also ich hatte das auch schon beim Sport und so. Ich meine, man möchte irgendwie gewinnen, auch wenn es keinen effektiven Gewinner gibt, sondern einfach, man möchte halt competitive sein, also auf Englisch gesagt. Man möchte mithalten können. Und ich denke mal, das ist ein extrem wichtiger Faktor, den ich zumindest habe. Und den kann man nicht so im Umfeld anwenden, weil halt sich nicht so viele Leute mit dem befassen. Und da denke ich mal, da spielt das Internet extrem eine wichtige Rolle, weil eben man hat Finanzblogs, man hat Finanz-YouTube-Channels, man hat irgendwelche Foren und so weiter. Man kann sich da mit Leuten austauschen. Es gibt oder Facebook-Gruppen, genau. Oder man kann, oder es gibt teilweise auch Treffen, also Offline-Treffen irgendwo in der Bar, Café oder in einem Restaurant. Das gibt es auch alle Male wieder, die von Facebook-Gruppen, von Bloggern und so weiter
organisiert werden. Und da kann man sich dann wieder austauschen, vielleicht mal jährlich oder halbjährlich, was auch immer. Und das ist auch so eine extrem wichtige Sache. Das heißt, das Umfeld ist wichtig, damit man motiviert bleibt. Das heißt, man muss sich sozusagen das Umfeld auch selbst heraussuchen. Das heißt, ich habe mein Offline-Umfeld, das ist Familie, Freunde, also engere Freunde. Und da hat man auch das andere Umfeld, das nenne ich jetzt mal das Online-Umfeld. Das heißt, man hat dort den Blog, also Bekannte oder die man kennt aus Blogs oder Blogger selber, YouTuber und so weiter, die sich mit diesem Thema befassen. Und das ist, mit denen kann man sich dann austauschen. Mit denen, also das ist dann wirklich, das sind wie zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich denke mal, jeder, der sich damit befasst, sollte sich anschauen, ob das für einen etwas ist. Weil für mich war das definitiv etwas. Darum habe ich auch meinen eigenen Blog gestartet. Und darum freue ich mich auch über jedes E- oder jede E-Mail, die ich bekomme und über jeden Kommentar. Ich antworte immer relativ schnell darauf, weil es ist mir extrem wichtig, dass die Leute sehen oder dass die Personen merken, dass ich sie ernst nehme und auch wirklich Freude daran habe, Konversation und Diskussion zu führen mit Leuten, weil es ist einfach ein Thema, das mir extrem wichtig ist und das mir eigentlich Spaß bereitet. Es ist so langweilig es auch klingen mag, aber für viele ist Finanzen, also in unserer, wie sage ich es, in unserer Szene ist das ein Hobby. Ja, es ist ein Hobby. Ich schaue mir gerne meine Budget-Excel-Files an oder mein Home-Budget-App und schaue mir das so ein bisschen an. Das mache ich gerne in meiner Freizeit. Oder ich mache gerne ein paar so Fantasieberechnungen mit diesem Zins und diesem Zins, wenn ich so und so viel einzahlen würde. Das ist ein Hobby von mir, ein Interesse von mir. Und ich denke mal, von vielen von euch ist es auch. Und das kann nur noch mehr florieren, wenn man sich halt mit anderen Leuten austauscht. Genau. Ja, das war's jetzt von diesem etwas längeren Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, lass doch einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir mal einen Kommentar schreiben würdest oder mich per Mail erreichst. Also die Mailadresse findest du auf meinem YouTube-Channel oder halt auch auf meinem Blog. Du kannst mir auch via meinem Kontaktformular auf dem Blog schreiben und so weiter. Also ich würde dir sehr gerne antworten oder eine Diskussion führen, je nachdem, um was es denn geht. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, Leute.